Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Folge Irgendwas. Wir spielen heute Warcraft 3. Entschuldigt bitte, dass ich heute ein bisschen neben der Spur bin, aber ich habe mir gedacht, dieses Spiel ist so großartig. Und ich muss es euch mal zeigen, warum eigentlich. Es ist nämlich kürzlich erschienen für dieses Spiel ein neuer Patch. Und man bedenke, dass dieses Spiel über 17 Jahre alt ist. Also ist das doch schon etwas merkwürdig, dass dazu heute noch ein neuer Patch erscheint. Falls ihr einige ältere Semester bei mir im Abonnement sind, dann kann ich euch nur gratulieren, dass ihr sozusagen dem besten Spiel der Welt habhaft geworden seid, ja. Jetzt sind wir hier in dem Exquisite-Menü und man sieht unten rechts. Natürlich sieht man es nicht, weil mein beschissenes Bild da drauf ist. Also Patch 1.29. Der ist jetzt kürzlich erschienen und der ändert teilweise wirklich nochmal deutlich was am Gameplay von dem Spiel. Wir spielen ein eigenes Spiel. Richtig cool. Beute Bay. Das ist so die Standardkarte und es gibt natürlich vier Fraktionen, die damals legendärerweise sich so stark voneinander unterschieden, dass alle ATS-Spieler gesagt haben, naja, die waren voll geflasht. Boah, die unterscheiden sich ja voll krass. Ne? Ich muss wirklich sagen, ich habe mir vor einiger Zeit so eine Wasserkaraffe mit Zierbenverschluss gekauft, wisst ihr? Und die habe ich jetzt hier hingestellt mit so einem WMF-Glas. Zur WMF habe ich bereits was gesagt. Und diese Zierbenkaraffe, naja, das ist halt eine Karaffe, da kann man Wasser reintun. Da tut man dann so Zitronen rein, die man so geschnitten hat. Diese sind sehr unreif bei mir angekommen, direkt aus Spanien zwar, aber trotzdem sehr unreif. Man sieht es, dass sie grün sind wie Limetten. Naja, Limetten sind eigentlich, wenn sie reif sind, auch nicht grün, was kaum jemand weiß. Aber egal, diese Zierbenkaraffe verfügt über ein Holzelement. Dieses Objekt, das ist halt Zirbenholz, ne? Und das macht man dann so da drauf und das ist tatsächlich so, dass dieses Ding hier das Wasser aromatisiert. Und da denke ich mir so, ha, das ist doch wieder dieser esoterische Quatsch. Aber echt, wenn man das 30 Minuten hat gemacht, dann schmeckt es deutlich nach Zirbe. Wenn man es 45 Minuten gemacht hat, dann schmeckt es noch deutlicher. Und wenn man es 60 Minuten lang da drauf hat und das Wasser dann damit energetisiert, dann schmeckt es schon ziemlich krass nach Zirbe. Und dann habe ich da noch Zitronen drin, also. Boah, muss ich sagen, schmeckt jetzt mehr nach frischem Zitronensaft als nach Wasser. Und eigentlich ist es ja eigentlich eher in erster Linie Wasser. Also es ist in erster Linie Wasser. Wir nehmen die Orks, ja. Die Orks sind halt gut, aus mehreren Gründen. Welche das sind, werde ich euch gleich erläutern. Unser Computer ist zufällig, also welche Fraktion, das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht. Da lassen wir uns überraschen, aber wir nehmen in jedem Fall die Orks und die Farbe Rot, selbstverständlich. Ja, warum ist das jetzt eigentlich kein Retro-Montag? Das liegt daran, weil das Spiel nach 2000 erschienen ist, beziehungsweise nach 99. Türbraune Kaserne, Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Ich habe mich jetzt einfach so dezionistisch dazu entschlossen, zu sagen, dass alles, was nach 1999 erschienen ist, kein Retro mehr ist in meiner Welt. Das ist vollkommener Blödsinn natürlich. Wir haben 2018, aber irgendwas muss man doch finden, oder? Es gibt vier Fraktionen. Die Menschen, die Orks, gab schon im zweiten Teil, die Untoten und die Nachtelfen. Ursprünglich, in der Konzeptphase zu Warcraft 3, sollten die Zwerge eine eigene Partei sein und es sollte noch weitere Parteien geben, 5, 6 Stück, 7 waren es ganz ursprünglich, aber man hatte das dann auf 4 reduziert und es ist so, dass bei den Orks gibt es dann halt noch so Sachen wie die Tauren, die ursprünglich auch eine eigene Partei sein sollten, fraktionsspielbar, sowie die, wie heißen die denn nochmal? Kann man hier auch irgendwo bauen, in der Kaserne. Die Trolle. Also neben den vier spielbaren Parteien sollte es ursprünglich noch die Tauren geben, die Trolle und die Zwerge. Ja, es ist dann alles über den Haufen geworfen worden, aber dafür gibt es jetzt innerhalb der Ork-Fraktion Trolle und auch Tauren und bei den Menschen gibt es wiederum die Zwerge.
Wir brauchen Grunzer. Die grunzen so rum und schlagen alles so brei. Die sind echt gut als Standardeinheiten. Wirklich stark. Ziemlich cool. Ja, und in dem Patch 2.9 oder wie der heißt, ist jetzt tatsächlich noch einiges am Gameplay geändert worden. Und das verwundert mich ehrlich gesagt, weil, wie ihr wisst, ist Warcraft 4 das meist erhoffte, erwünschte Spiel unter den Gamern, das es gibt. Das ist noch mehr erhofft und erwünscht als Half-Life 3. Also Warcraft 4 ist ein ganz großer Wunsch bei allen Gamern auf diesem Planeten. Und ich wundere mich ein bisschen, dass Blizzard noch Gameplay-Änderungen an diesem Spiel vornimmt, beziehungsweise hier einen Patch veröffentlicht, der das sozusagen 16:9 Format einführt, weil das bedeutet ja, dass die sich noch Gedanken machen über dieses Spiel. Schön, das dynamische Tag-Nacht-System. Das war damals wirklich neu. Hat hier die Lichtverhältnisse dann immer geändert und dazu geführt, dass die neutralen Einheiten dann auch mal am Schlafen waren, sodass man dann taktisch angreifen konnte, ne? Interessant ist an der KI bei Warcraft 3, dass der Computergegner greift nur an, wenn er weiß, dass er gewinnen kann. Das heißt nicht wie bei C&C, dass er einfach mal so angreift und man schießt ihn dann voll Blatt, sondern der greift echt nur an, wenn er eine Armee hat, die mich schlagen kann. Das heißt, die KI bekommt ständig Informationen darüber, wie gut ich bin. Was natürlich nicht fair ist, aber was mir natürlich dann auch sagt, dass wenn er angreift, okay, jetzt ist ernst. Und wenn er nicht angreift, das heißt, okay, ich bin dabei. Ich halte ihn bei der Stange. Ich bin noch im Spiel. Es war ja auch damals so 3D, ATS in 3D-Grafik. Das war sehr unpopulär. Warcraft 3 war eines der frühen Spiele. Damals schon sehr polygonarm, aber auch damals hatte man halt erkannt, das ist hübsch, das ist ein Artstyle, das ist ein Bild. Da hat man sich Gedanken gemacht zu, wie das aussehen soll, und in diesem Spiel passt alles zueinander. Es ist komponiert in gewisser Weise. Ja, nicht nur in gewisser Weise, sondern offensichtlich das perfekte Spiel. Heute noch. Wo ich mich dann auch frage, dass wenn ich es denn dann tatsächlich auch spiele, wie jetzt, braucht es ein Warcraft 4? Abgesehen davon, dass es sicher ungleich hübscher aussähe. Jetzt vom Gameplay her ist das heute noch Smoothie ohne Ende. Was willst du da jetzt groß revolutionieren? Es sollte ja schon eine spürbare Änderung dann auch geben oder Erweiterung, Verbesserung. Und das ist einfach schwierig. Heute, immer noch, nach 17 Jahren. Das ist auch schon eine Funktion der Orks. Das können die machen. Die können ihre Häuser mit Stachelbarrikaden ausbauen. Was dazu führt, dass Leute, die jetzt auf die Häuser draufschlagen, der Feind, dass sie verletzt werden dabei. Also die Nahkampfeinheiten. Und so gibt es sehr viele interessante Gameplay-Elemente, die dann in späteren ATS-Spielen nicht mehr auftauchten, zu Unrecht, weil sie einfach sehr gut sind. Oder die dann auch später kopiert wurden von anderen Titeln. So, jetzt ist Tag und die sind, wie man sieht, wach. Werfen sofort Äxte auf meine Grunzer. Das ist insofern kein taktischer Angriff, zumal ich hier sowieso kaum, also in der Unterzahl bin und auch viel schwächer. Und diese Waldtrolle, die Berserker, die machen mich natürlich jetzt voll kalt, obwohl ich den hier schon einmal verbessert habe und natürlich auch meinen schönen Zauber wirken kann. Aber jetzt kriege ich hier einen weiteren Grunzer dazu, zwei weitere, aber der eine wurde sofort in ein Netz gehüllt. Diese ganzen auch Funktionen, diese verschiedenen Fähigkeiten der Helden und der unterschiedlichen Einheiten, das war alles komplett neu damals und hat dann auch dazu geführt, dass das ATS-Genre sich aufgespalten hat. In einmal kann er sich eigentlich auch, oh, der kann sich sogar damit selber halten. Das kann sogar nicht mal der Paladin bei den Menschen. Naja, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, das hat dazu geführt, dass das ATS-Genre sich aufgespalten hat. Und dann hat man ein MOBA-Spiel draus gemacht und Einzelspieler-Kampagne gestrichen, einfach nur noch Multiplayer und nur noch Einheitengemetzel, Basisbau komplett raus und ein eigenes Genre. Jetzt hat mir hier, der Held ist bereits tot, der Computer hat mich angegriffen, jetzt kann ich hier gar nicht mehr zu meinem Helden springen. Ja, auf jeden Fall, beim MOBA-Genre wurde dann einfach alles reingenommen, was alle gehasst haben und bis heute hassen.
Und dann gab es irgendwelche Psychopathen und die spielen das ja bis heute ganz gerne, günstig, MOBA-Genre. Und das RTS-Genre, das ist dann ausgestorben. Wenn kaum noch RTS-Spiele erschienen sind, wie wir alle wissen, ging nur noch bergab. Ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass mich der Computergegner noch nicht abgeschlachtet hat, weil ich habe ja auf irrsinnig gestellt, also auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Und spiele hier wirklich wie bestellt und nicht abgeholt. So, jetzt kommt er. Ich kämpfe gegen die Nachtelfen. Nach den Orks die Nummer 2. Eigentlich spiele ich sie genauso gerne wie die Orks. Nein, eigentlich sind ja die Nachtelfen meine Lieblingsfraktion, fällt mir gerade ein. Aber ich habe das so lange nicht gespielt, dass ich gerade nur erinnern konnte, dass bevor die Nachtelfen meine Lieblingsfraktion waren, die Orks meine Lieblingsfraktion waren. Ja. Das erste Computerspiel, das ich in meinem Leben gespielt habe, war Warcraft 2. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich hier so angefixt bin wie ein Heroinabhängiger. Haut er jetzt ab oder was? Hat er zu viele Nahkampfeinheiten, dass er sich hier nicht verletzen will, wenn er meine Barrikaden hier... Der haut einfach ab. Das ist ja witzig. Wir haben noch eine Chance hier. Wir können noch weiterkommen. Ach hier, guck mal hier. Das ist ja auch schön. So. Berserker. Ja, also die GameStar wählt Warcraft 3 auf Platz 2 der besten Spiele der Computer- und Videospielgeschichte. Beziehungsweise eures Magazins, eure Lieblingstitel, eure Top 10 auf Platz 2. Was soll der Scheiß? Warcraft 3 ist selbstverständlich Platz 1. Auch wenn man noch andere 10 andere Spiele hat, die man besser findet als Warcraft 3. Und Warcraft 3 nach persönlicher Meinung am liebsten auf Platz 666 legen würde, muss man einfach sagen, Warcraft 3 ist Platz 1, auch wenn ich mich dagegen wehre. Es ist einfach objektive Wahrheit. Es ist sozusagen naturwissenschaftliches Faktum. Das ist einfach eine Objektivität wie die Gravitation. Da kann man einfach nichts gegen tun. Warcraft 3 ist das beste Spiel der Welt. Punkt. So, jetzt bauen wir hier mal einen Schamanen, ne? Das Tolle an diesen Schamanen ist, dass der eine schöne Fähigkeit hat. Und zwar diese Fähigkeit besteht im Kampfrausch. Und der Kampfrausch ist die Fähigkeit, die ich erstmal erforschen muss hier. Ah, hier muss ich das doch. Nein, ach, ich mache auch alles falsch. Und da brauche ich erstmal eine Festung für... Gut, also hypothetisch, ich hätte den Kampfrausch erforscht und damit dasselbe gekonnt wie die hier, die auch diese Fähigkeit haben. Hier heißt sie nur anders, sichtbar an diesem, an dieser Pfote, an diesem Abdruck, diesem Pfotenabdruck. Es können, eine bestimmte Einheit kann das, die ich bei den Nachtelfen mache. Damit ist die jede Einheit 25% stärker und wenn man eine ganze Armee dann mit diesem Rausch ausstattet, dann macht man einfach nur alles platt. Das ist eine ultimative Fähigkeit, die über diese verfügen die Nachtelfen auch. Es ist überhaupt insgesamt so, dass die Nachtelfen ähneln den Orks. Sie sind simpel, einfach eigentlich, schlicht, sowohl vom Aufbausystem als auch von solchen Fähigkeiten. Da haben die Nachtelfen ein Äquivalent zu den Fähigkeiten der Orks ganz oft. Wohingegen die Menschen oder die Untoten eher den Menschen ähneln, die sind vom Aufbau komplexer und auch von den Fähigkeiten komplexer, alles ein bisschen komplexer und ja gut, die machen mich jetzt kalt, die Nachtelfen sind sowieso geil. Was ich jetzt noch zum Schluss sagen will, ich werde hier nochmal ein professionelles Let's Play zu machen, das ist jetzt alles für die Tonne gewesen, aber an alle Game Designer, Lukas, wenn du dieses Let's Play sehen solltest, seit 1995, ist es so, du kannst hier einfach auf Escape klicken, dann auf Spiel beenden und du kannst sofort das Programm beenden. Also du kannst direkt rausgehen und auf den Desktop zurückspringen. Das ist ja so, bei allen Spielen, noch im Jahr 2018, die nicht von Blizzard sind, musst du erst ins Hauptmenü zurück und dann vom Hauptmenü, um dann vom Hauptmenü auf den Desktop zu kommen. Was ist das für ein beschissenes Game Design? Das ist überhaupt nicht nötig. Manche glauben ja tatsächlich noch, unter anderem die Leute von Stay Forever, die eigentlich sehr schlau sind, aber das denken sie dann tatsächlich, dass das technische Gründe hätte. Dass man erst nochmal ins Hauptmenü und dann nochmal da klicken, ob man raus will aus dem Spiel. Natürlich ist das keine technische Notwendigkeit. Warcraft 2, hallo, 1995 hat das schon gehabt, dieses Feature. Ich konnte einfach auf Escape klicken, so, und dann konnte ich... ja, meine Güte, ne? Was ich euch ja zeigen wollte, auf Programm verlassen.
Und dann bin ich sofort auf den Desktop gesprungen. Ich kann es euch jetzt nicht demonstrieren, wenn ich nochmal ins Spiel gegangen war und das dann wieder automatisch raus. Geil. So, jetzt mal Butter bei die Fische hier oder bei den Butter bei die Avocados. Ich schneide da gerade was. Bin leider nicht rechtzeitig fertig geworden, deswegen ist jetzt letzten Montag auch nichts erschienen und jetzt erst was. Mir geht's gerade echt beschissen. In letzter Zeit geht's mir nicht gut. Deswegen erscheinen die Videos nicht pünktlich und wahrscheinlich auch überhaupt nicht der Content, den ich eigentlich bringen möchte. Und bis das soweit ist, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Also dann, bis bald.